Hallo alle zusammen und willkommen zurück bei Contrast. Unsere kleine Heldin Dawn war nicht immer so, wie sie jetzt ist, wahrscheinlich. Sie war mal so. Sie war mal eine Assistentin von Vincenzo. Aber was ist passiert? Warum? Ich werde das Gefühl nicht los, dass das entweder ein... Also er ist der Zauberer oder Magier. Und vielleicht ist da mehr dran, als man vermuten möchte. Vielleicht hat er ja wirklich gewisse Kräfte oder eine Apparatur entwickelt, die eben die Schattenwelt kreiert. Und deswegen verschwand seine Assistentin. Deswegen verschwand Dawn sozusagen. Waren wir diese Rose vielleicht? Waren wir wirklich die Rose, die verschwunden war? Aber das ergibt keinen Sinn. Nein, das kann nicht sein. Weil in dem Bericht, den wir gelesen haben, stand... Wir sollten eine Kiste finden. In dem Bericht, den wir gelesen haben, stand ja... Da ist die Kiste. Ich will zur Kiste. Stand ja eben, dass Rose und... Nein, das war aber Arthur irgendwas, der... Ich bin verwirrt. Ich will nicht mehr interpretieren müssen. Ich will antworten. Gib mir Antworten und gib mir diese Kiste. Wir spielen einfach ruhig und bedacht weiter. Das bringt noch weniger. Kommen wir vielleicht von oben irgendwie dorthin? Ich probiere es nochmal. Moment, ich muss nochmal umschalten. So. Ich zerbreche mich ja gerade über das Spiel den Kopf, aber ich weiß gar nicht, ob das notwendig ist, ob das nicht eh alles entweder aufgeklärt wird oder sinnlos ist, weil es einfach so ist. Okay, die Tür ist gerade aufgegangen. Nimm die mit. Die Kiste ist zu fett für die Tür. Verdammt. Okay, dann aktivieren wir mal den anderen Schalter. Und nun? Da ist wieder so ein Aktivierteil. Bringt im Moment aber herzlich wenig. Ja. Yeah. So. Ach, Rechtsklick zum Ausrichten des Scheinwerfers. Ah, verstehe. Dann manövrieren wir die Kiste mal wieder elegant durch den Schatten. Jetzt aktivier das Ding. Dawn, reiß dich zusammen. Wir sehen Leute zu... So. Und nach oben mit der Kiste. So. Passt, die Kiste ist oben. Jetzt können wir wahrscheinlich... Das hier... Wie kommen wir jetzt nach oben? Moment. Ah. Jetzt? Ah, okay, verstehe. Oh, verdammt. Verdammt. Noch mehr verdammt. Wo sind wir? Ach, wieder hier, okay. Okay, die Kiste ist noch da, wo wir sie gelassen haben. So. Jetzt. Vorsichtig. Vorsichtig! Und wir sind drüben, oder die Kiste zumindest. Müssten wir sie doch eigentlich auf den Schalter legen können. Ja. Und nun? Hm.
jetzt? Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun sollen. Ach, Moment. Ah, okay. Und alle, hopp. Das war gerade Didi, aber Moment, Didi war doch bisher immer nur dann im Schatten zu sehen, wenn sie selbst auch in unserer Nähe war, in unserer Welt jetzt. Oder? Haben wir sie schon mal nur als Schatten gesehen? Antworten! Ich will antworten! Schon gut. Was? Na bitte. Das wäre... Okay, wir können auch hier hin. Moment, wir haben ja von außen... Wir haben ja von außen irgendwo eine Art... Ja, was war's? Den puren Tod gesehen. Nein, aber wir sahen doch was glitzern. Also als ob hier draußen irgendwo eine Art von Sammelgegenstand oder... Das darf doch nicht wahr sein! Jetzt... so gefällt mir das besser. Da war doch irgendwo was, was geglitzert hat. After a few days, the princess got to wondering. Why are the eye cats trying to give her away? Wir steigen immer höher und sehen die immer tieferen Abgründe von Didis Familie. Irgendwie können sie einem alle leid tun. Auch Johnny, oder gerade Johnny, weil ich denke mal, er macht alles für seine Familie. Er tut sich das Ganze hier an, um Didi das zu geben, was sie sich wünscht. Um auch Cat ein Leben zu bieten, das sie verdient hat. Och, Didi. Oh, was? Okay, wir sind oben. Ich will es trotzdem wissen, da war doch irgendwo was glitzern. Ach, ist doch egal. Soll's halt weiter glitzern. Wow. Die ganze Stadt ist zu sehen. An alle Zuseher, die unter Höhenangst leiden. Gern geschehen. Man zahlt sonst relativ viel für solche Therapien. Bei mir geht's das umsonst. Empfiehlt mich weiter. Okay, da ist das Piratenschiff, welches wir repariert haben. Da ist der Ballon, den wir runtergeholt haben. Und hier ist die Bühne. Was? Okay, ich habe jetzt eine epische Sequenz
mit grenzenlosem Ausmaß auf die ganze Welt vorgestellt. Aber nein, das war ein Cut. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir besuchen mal die Bühne. And now, ladies and gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal. I got the lights on. We'll talk about this after. Ladies and gentlemen, a physicist named Albert Einstein tells us that our universe may not be the only one. There may be infinite others, each slightly different from ours. But our dreams in our world may be reality in those. To citizens of these other worlds, we are shadows. This appears to you to be an ordinary box, but it is actually what we call a tesseract, or an octachoron. Suppose I open it, not in the three dimensions we live in, but along its fourth dimension. I can take out surprising things, things that are familiar and yet strange. But in this world of shadows, what seems familiar may be dangerous. What you don't know can hurt you. But what frightens you can also turn into something of surpassing beauty if you only understand it. Thank you. Thank you very much. Goodbye. Folge Didi hinter die Kulissen. Fast wenn daran was Wahres dran ist, was Vincenzo meinte. Diese Multiversum-Theorie, das heißt, vielleicht sind es gar keine Schatten in dem Sinn, sondern es ist ein anderes Universum, das in irgendeiner Form mit diesem Universum zusammenhängt. Und vielleicht sehen die uns ja auch als Schatten dann. Oder gar nicht, ich weiß es nicht. Netter Auftritt, Vincenzo, netter Auftritt. Und wir sollen hinter die Bühne, okay? Hi, Didi. What are you up to, Johnny? You're up to something, aren't you? I tried, Kat. I really tried. Mom was right. I made a lot of promises I couldn't keep. What is with you? Without you, I'd be in the river. But it worked out, Daddy. I nearly got you hurt, kiddo. You would have saved me if I needed it. Enjoy the show. I want you to meet the little girl who turned the lights back on. You made the lighthouse work? I fixed the puppet show, too. And the pirate ship. You fixed the pirate ship? It was only a little broken. See? She's almost as smart as you. Of course, she's brave, too. What's that supposed to mean? That you're rich, famous, and afraid of a little girl. What would you have me do, Mr. Fenris? Take her on my world tour, take her to Shanghai and Istanbul and those other filthy and dangerous cities as some sort of apprentice? Is that what you came here to propose? Daddy, oh, no! I don't know, just... Dee Dee deserves better. They both deserve better. They need you. I think they need you. Me? I'm a walking calamity. No, Daddy, we need you. You risked your life to be with them. Johnny, what did you do? He nearly got himself killed to get you back. I wouldn't do that for anybody. But I'm just gonna keep screwing up. I can help you fix things. Would you take me back? For good? Oh, Johnny. Yay! Would you like to see my workshop? Again? Yeah. I bet you get to Shanghai on your own steam. But how? Oh, you'll figure something out. After all, you... are my daughter. How'd you do that?
I thought only Dawn could do that. It's been a long time, hasn't it? Thanks for taking care of Dee Dee. Huh? Okay, das war's. Okay, ich muss mich mal ganz kurz hier. Also, ich hab's jetzt nicht so richtig verstanden. Cat singt im Hintergrund. Spüre den Blues. Okay, mal versuchen, das Ganze irgendwie zu interpretieren. Was, wenn Vincenzo nicht nur Magier, sondern auch Wissenschaftler war und er sich mit der Paralleluniversumsgeschichte auseinandergesetzt hat und es vielleicht geschafft hat, in so eine zu reisen? Das erklärt aber nicht, warum. Das erklärt nicht, warum Dee Dee dann eigentlich in beiden gleichzeitig existiert, in dieser Schattenwelt und in unserer. Was es aber erklären würde, ist, warum wir existieren, weil wir waren anscheinend mal die Assistentin von Vincenzo. Und er hat uns dann von der Schattenwelt in die richtige, unter Anführungszeichen, Welt geschickt, um auf Dee Dee aufzupassen. Das heißt, Dee Dee lag ihm anscheinend doch die ganze Zeit am Herzen. Und wir sind nicht eingebildet, wir sind einfach ihre Beschützerin. Aber was ist da mit Dee Dee? Warum? Hergestellt mit der finanziellen Unterstützung des Canadian Media Fund. Dankeschön, Kanada. Kommt da noch was? Nein, das war's. Und da wieder das Lied von Cat. Okay, Leute, ihr könnt euch eure eigene Interpretation natürlich gerne in eurem Kopf zusammenfassen. Ich freue mich auch über Kommentare zu dem Thema Geschichte, zum Let's Play generell, zu mir als Person, zu meiner großartigen Leistung, was dieses Let's Play angeht. Ich möchte mich hier mal wirklich selbst loben. Das habe ich toll gemacht. Ich freue mich auch über andere Dinge wie ein Abo. Gerne. Ihr könnt auch gerne meine anderen Let's Plays anschauen. Die sind auch fein säuberlich in Playlists geordnet, um die Übersicht zu bewahren. Aber anscheinend, das war doch einigermaßen ein Happy End für alle. Ich denke, Johnny ist seine Probleme los. Der Auftritt war ja wirklich gut von Vincenzo. Kate und Johnny sind zusammen. Und Dee Dee hat das bekommen, was sie wollte. Sie hat ihren echten Vater kennengelernt. Und zum Schluss hat er sie dann doch als das akzeptiert, was sie ist. Seine Tochter. Oder zumindest einen Begleiter. Ja. Mir hat es extrem Spaß gemacht. Ich fand die Schattenmechanik echt geil. Also sollte es irgendwann mal Nachfolge geben, ich wäre sofort bereit, es zu spielen. Vielleicht mit mehr Details, was die Geschichte und die Hintergründe des Ganzen angeht. Aber grundsätzlich allein die Mechanik, wie gesagt, mit diesen Schatten, hat interessante Ansätze geliefert. Da ist aber auf jeden Fall noch viel mehr möglich. Da hoffe ich wirklich, dass es noch ein Spiel geben wird. Das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zusehen. Wirklich, vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns in einem anderen Spiel. Macht's gut.